Herzlich willkommen jetzt hier beim Außenshooting mit der alten Holzkamera, Format 13x18. Sechs Filme habe ich dabei und ich war jetzt hier auf der Suche nach einem schönen Motiv. Im Allgäu prinzipiell kein Problem. Allerdings dort, wo die Hotspots sind, da sind dann auch viele Leute und die laufen dann einfach durchs Bild oder ja, dann ist das egal. Ich habe jetzt hier einen Standard bezogen in Sulzberg im Allgäu. Wunderschön gelegen mit den Seen Rotterspeicher und dem Öschlesee. Und hier im Hintergrund eben die alte Burgruine in Sulzberg. Eignet sich auch hervorragend für Hochzeitsfotoshootings. Es ist ein sonniger Tag, leicht diffus ist, ja, die Wolken sind leicht diffus. Ja. Und jetzt habe ich eben mal eingemessen und habe bei ISO 100 einen Wert rausgebracht von Blende 11. Und der Verschlusszeit von 125 Sekunde. Das ist jetzt mein Wert. Ja. Gemessen habe ich das Ganze mit meinem schönen alten Belichtungsmesser. Und da ist es wirklich so, ja, wenn man sich so ein Belichtungsmesser kauft, ja, da kann man ruhiger mal ja, gucken, ob die auch wirklich funktionieren. Lichtmessung, Objektmessung. Ich mache eigentlich immer die Objektmessung und hier hauptsächlich dann auch mit einer Graukarte. Und so komme ich auf diese Werte. Ja, Blende 11, 125. Das ist jetzt mal mein Ausgangswert. Und da werde ich das erste Foto jetzt mal fotografieren. Danach werde ich mal eine Korrektur machen, nämlich dass ich einen Rotfilter drauf mache. Da muss ich dann zwei Blendstufen abblenden und dann noch mit einem Grauverlaufsfilter. Ich möchte also so drei Fotos machen. Genau. Und die anderen Motive, die sparen wir auf. Für später. Was sich als richtig praktisch erwiesen hat, ist einfach dieses Tuch, das ich mir nähen habe lassen. Mit wirklich 1,50 Meter auf 1,75 Meter. Das ist so ein Theaterstoff. Und somit kann ich halt eben hier sauber abdichten. Obwohl wir diese Dichtigkeitsprüfung gemacht haben, kann ich eben hier oben noch den ganzen Balken eigentlich drumherum noch zumachen. Und ich kann eben hier noch habe ich so ein Glätt drauf, wo man das Ganze dann noch zusätzlich verschließen kann, damit auch der Wind nicht so reingreifen kann. Ja? Genau. Und zusätzlich habe ich eben hier eine kleine Box, ja, wo ich eben alles drin habe, mein ganzes Zubehör, um nicht ständig hier im Koffer gruscheln zu müssen. Ja? Das hat sich als praktisch ergeben. Ja. Vorne habe ich noch einen kleinen Haken hingemacht, wo ich dann eben meine Graukarte hängen habe. Das ist eigentlich so, mehr braucht man gar nicht. Ich habe die Kamera jetzt auf, eben schon scharf gestellt. Ich möchte das Querformat verwenden. Ich nehme aus meiner Tüte die erste Fotokassette raus, erstes Bild. Habe mich vergewissert, dass der Verschluss zu ist. Kassette einlegen. Schieber öffnen. Verschluss spannen, Licht passt, Aufnahme, Schieber schließen, durchatmen. Ja. Und jetzt wird eben hier draufgeschrieben, Bild 1, einmal belichtet, 125stel und F11 ohne Korrektur. So, das ist jetzt hier sonnig, ja, und Motiv Burg Sulzberg. Okay, das ist jetzt mein erstes Foto gewesen. So, jetzt stelle ich um, bringe die Kassette mal in Sicherheit und jetzt möchte ich eben einen Rotfilter verwenden und danach eben diesen Grauverlaufsfilter. Jetzt habe ich den Filter drauf und jetzt kommt eben die zweite Kassette. Man muss da immer zum Himmel schauen, ob da nicht jetzt wieder Wolke reinkommt. Ja. Spannen. Nur mal kontrollieren, ob es auch wirklich die 1 zu mir zeigt, ja, nicht, dass man den Film doppelt belichtet.
Schiebe öffnen. Und belichtet. Kassette schließen. Ja. Gleich mal das Sicherungsgummi wieder drumherum, damit die Kassette ja nicht geöffnet wird. Und das Ganze wieder beschriften. Das nächste Bild wird mit einem Grauverlaufsfilter gearbeitet. Warum Rot- oder Orangefilter? Weil das einfach dann den Dunst ein bisschen rauszieht und man kann die Wolkenstruktur dann besser darstellen. Ja, Filterfotografie ist in der Schwarz-Weiß-Geschichte eigentlich ganz wichtig und ist aber auch eigentlich bei der digitalen noch gut möglich. Ja? Also die meisten meinen, das kann alles Photoshop, aber das kann er eben nicht. Ja. 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 Dazu habe ich das Cooking-System. Ja. Das richtige Filter draufschrauben. Ich habe jetzt hier einen 67er. Filteradapter. Da. Kassette Nummer 3. Mit Graufilter. Schiebe öffnen und los geht's. Schiebe schließen. Okay. Gut. Gut. Für die anderen drei Bilder, da suche ich mir einen anderen, Spot, ja, weil eben hier ja, mit den drei Aufnahmen. Das ist einfach wie eine Belichtungsreihe und ja, Standardwechsel, man kann ja alle sechs Bilder das gleiche Foto machen. Ja. So, 5, grauer Verlauf. Verlauf, genau, gut. Jo. Ich baue jetzt wieder zusammen und wir sehen uns dann im Studio, wenn wir dann die Planfilme wieder rausnehmen und zum Entwickeln vorbereiten. Tschüss.